Gut, ihr wisst ja, wie das geht. Walter Hardy, die erste Black Hat. Felicia Hardy, die Black Hat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Würde ich mal so benennen. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und Northmoor. Unterliegt das Gebiet nicht der Magier? Ja, was auch immer Black Hat gestohlen hat, hat womöglich gerade einen Bandenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Gibt es schon was Neues zu dem Museumsraub? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magia-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen? Also, ich meine, ich denke, vielleicht? Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Hier endet die Spur. Noch ein Gemälde. Weile im Detective, Himmel. Ich habe noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Wir können eine Menge Akten schließen, wenn wir damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt. Was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Gut. Das hätten wir. Dann geht's mal zu dem Bildchen. Upp. Und also schwingen geht jetzt gerade sehr gut. So. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Hier drin sein. Ihr junge Leute, erinnert euch wahrscheinlich nicht daran, aber es gab früher schon eine Black Cat. Einen Verbrecher der alten Schule. Und natürlich musste die Neuauflage, wie alles heutzutage, eine Frau sein. Natürlich nicht niemand die Frauen mehr als J. Jonah Jameson. Natürlich auf respektvolle, nicht belästigende Weise. Ich halte diese neue Black Cat bloß für ein schlechtes Vorbild für unsere jungen Damen. Das Original hat gestohlen und etwas riskiert. Er wollte uns nicht weismachen, er wäre ein guter Kerl. Erinnern Sie sich? Sie spielte die Verbrechensbekämpferin, bis klar wurde, dass sie die Gauner bestahl, die sie hinter Schloss und Riegel brachte. Das beweist, was ich immer sage, eine schwarze Katze lässt das Mausen nicht. Gut, manchen Katzen kann man es abgewöhnen, aber Sie verstehen mich. Moment, Jared sagt, es sei unmöglich, Katzen das Mausen wirklich... Hey, Detective, ich habe noch ein Gemälde, das Sie abholen können. Danke, Spider-Man. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Ich bin neugierig. Hatte Hardy Familie? Ja, eine Tochter, Felicia. Was Sie nicht sagen. Ich weiß, was du denkst. Sie könnte die neue Katze sein. Aber ich habe sie überprüft. Nichts Verdächtiges. Sie wurde einfach noch nicht ertappt. Die Polizei hat letztes Mal Anzug und Ausrüstung gefunden, aber sie selbst ist ihnen entwischt. Ich weiß nicht. Passt nicht ins Bild. Als ich Hardy verhörte, klang es, als würde er seine Tochter wirklich lieben. Als wollte er sie da nicht reinziehen. Tatsächlich. Gut zu wissen. Ich halte Ausschau nach weiteren Gemälden. Klingt so, als wollte Daddy nicht, dass Töchterchen in seine Pfotenspuren tritt. Achtung, Einheit. Zeugen. Ja, und damit hat er dann genau das Gegenteil bewirkt. Officer in der Nähe, bitte ins West Village. Wupp. Wupp. Und jetzt weiter. Wupp. Ah, Meno.
Pride-Flagge. Irgendwie funktioniert das mit den Stunts nicht so, wie ich das gerne hätte. Whoop. Ich glaube, eins von Hardys alten Verstecken ist hier irgendwo. Ganz schön fleißig. Detective, ich habe noch ein gestohlenes Kunstwerk gefunden. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Gut gemacht. Du bist der neuen Black Cat schon begegnet, richtig? Warum? Arbeiten Sie auch an dem Fall? Nein, nur neugierig. Wie ist sie so? Kompliziert, frustrierend. Sie ist manipulativ. Aber sie hat auch ein gutes Herz. Sie beraubt nur Leute, die es sich leisten können. Oder die es verdienen. Und sie ist dir entwischt, hä? Mehr als einmal. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie jemandem wie ihr begegnet bin. Ich kenne das Gefühl. Wir hören uns später. Oi. Bringst du meiner Oma mal? Wieso sollte ich? Ich rette ja die Welt. Ist das nicht Dank genug? Und... Schwung! Oh. Ich versuch's immer wieder. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier irgendwo. Diebesgut. Detective, ich habe ein weiteres Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Du brauchst deine Polizeimarke. Ich schicke jemanden zum Abholen vorbei. Sie sind doch Experte. Handelt diese neue Katze ähnlich wie die alte? Tja, sie nimmt sich offensichtlich Hardy zum Vorbild. Ihr Stil, ihre Technik und selbst ihr Wurfhaken sieht aus wie eine modernere Version von seinem. Stimmt, sie hatten ihre Ausrüstung ja mal in Verwahrung. Also stiehlt sie auch geistiges Eigentum. Genauer gesagt, verbessert sie es. Sie hat Hardys Arbeit auf eine ganz neue Stufe gehoben. Klingt fast so, als bewundern Sie sie. Wenn man den Job lange genug macht, erkennt man einfach ein wahres Talent. Klingt irgendwie so, als wärst du auch beeindruckt. Oh, wissen Sie, es ist, wie Sie schon sagten, Helden unter sich. Ich melde mich, wenn ich noch mehr alte Beute finde. Jo, dann geht's schon zum nächsten. Und dann haben wir auch schon die erste Sammelmission. Alter, kaum so viel Story in der Hauptkampagne erlebt. Geht man ein bisschen weiter, schon ist man wieder die ganze Stadt am Absuchen und am Sammeln. Noch ein Kunstwerk. Der Typ war ganz schön fleißig. Detective, ich schicke Ihnen Koordinaten. Noch eins von Hardys alten Gemälden. Vielen Dank dafür. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Warum wollte die alte Katze aus Rikers ausbrechen? Gewaltfreier Einbruch, gute Chancen auf Bewährung. Hardy wurde ein bisschen überheblich. Die Magia wollte, dass er für sie arbeitet. Er sagte nein. So landete er auf ihrer schwarzen Liste. Auf der Liste steht man nicht gern. Vor allem, wenn man eine Familie hat. Die Magia weiß, ihren Willen durchzusetzen. Habe ich schon bemerkt. Ich melde mich, Detective. Okay. Langsam ergibt sich's ein Muster. Und durchschwingen. Jetzt würde ich natürlich noch gerne irgendwie Miles Morales mal zwischendurch wieder hören. Was bei dem so los ist. Ob er jetzt in Spider-Man-Ausbildung ist, bei Mr. Peter Parker.
Und weiter. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Das muss der Ort sein. Hoffnung und Verlust. Hab noch ein Gemälde gefunden, Detective. Hardy hat sich clevere Verstecke einfallen lassen. Er war ein ganz schöner Fassadenkletterer. Offensichtlich. Wie haben Sie ihn geschnappt? Ich würde gern sagen, solide Polizeiarbeit. Aber wenn ich darüber nachdenke, hat er sich wohl eher schnappen lassen. Um der Magier zu entkommen? Er muss gewusst haben, dass sie ihn auch im Gefängnis kriegen. Klar. Aber seine Tochter konnte er am besten beschützen, wenn er sich aus dem Spiel brachte. Auch wenn das dauerhafter war, als er geplant hatte. Leider ja. Vielleicht... Na, warte mal. Muss zuerst wieder ein wenig schwingen. Jetzt? Ja. Jetzt einmal hier hin. Komm schon, Spider-Man! Achtung! Wir erhalten Meldung, dass die Magia Zivilisten ausnimmt. Verfügbare Officer, bitte nach Bryant. Over. Sie wollte Officer, nicht Spider-Man. Und weiter. Wum. Und einmal da. Ja, da sind wir auch schon fast. Nee. Also, wenn ich alles übernehme, dann lernt doch die Polizei nichts mehr. Deshalb immer schön auch ein paar Aufträge denen überlassen. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Die Beute muss hier drin sein. Noch ein Gemälde. Glückwunsch, Detective. Sie könnten der Gewinner eines Teils von Walter Hardys Beute sein. Nichts für ungut, aber ich habe mir die Akten mal genauer angesehen. Einige Zeugen sagen, dass du und die neue Black Cat gemeinsam gesehen wurden. Was hat es damit auf sich? Sie sagte, sie wollte sauber bleiben und ich glaubte ihr. Ich versuchte, sie auszubilden und sie tat viel Gutes. Für eine Weile. Doch alte Gewohnheiten sind hartnäckig. Ich bekam den Tipp, dass sie von den Gaunern stahl, die wir ausgeschaltet hatten. Ich fand die Beute bei ihr. Du wusstest, wo sie wohnt? Hatte das berufliche Gründe oder steckte mehr dahinter? Das wird mir gerade etwas persönlich, Detective. Schon gut. Ich mach nur meinen Job. Ruf mich an, wenn du noch was findest. Aha, deswegen ist MJ so ein wenig angepisst, wenn es um sie geht. Verstehe. Schön, da ein wenig Hintergrundsachen zu erfahren. Hallo und Wiedersehen. Ja, muss ich mich jedes Mal darum kümmern. So. Wie viel dieses Gemälde wohl wert ist? Hab noch was gefunden, Detective. Hardy hatte genug, um ausgesorgt zu haben. Er tut mir schon fast leid. So wie es lief, ist es wahrscheinlich zum Besten. Eine Leiche? Ein kleines Kind ohne Vater? Glauben Sie mir, das ist nie gut. Wenn die Magia es auf einen abgesehen hat, Hardys Tod glättete die Wogen. Wären er und sein Kind einfach verschwunden, hätte die Mafia nie aufgehört, sie zu jagen. Er hätte als Kronzeuge auftreten und Zeugenschutz beantragen können. Die Magia kriegt dich überall. Vor manchen Dingen kannst du nicht fliehen. Also, meinen Notizen zufolge fehlt jetzt nur noch ein Gemälde. Ich lasse Sie wissen, wenn ich es finde.
Es fehlt nur noch ein Gemälde. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder zuerst ein wenig schwingen. Weil ich immer zu schnell Top drücke. Genau, das noch. Whoop. Einmal 180 Grad Wende. Und dann geht's jetzt weiter. Und whoop. Ich glaube, eins von Hardys alten Verstecken ist hier irgendwo. Hier endet die Spur. So, wie viel dieses Gemälde wohl wert ist? Sieg. Detective, ich glaube, ich habe das letzte Versteck gefunden. Sonst noch Spuren, die ich prüfen sollte? Nein, das ist das letzte Stück von Hardys Vermächtnis. Ich kann dir nicht genug danken, Spider-Man. Ich helfe gern, Detective Mackey. Und hey, du hast recht, was die neue Katze angeht. Pass auf sie auf, okay? Es würde mir viel bedeuten. Okay, das war komisch. Was hat er damit gemeint? Ich rufe lieber zurück und frag nach. Das ist der alte Herr. Gewählte Rufnummer ist nicht verfügbar. Das ist ja noch komischer. Ich sollte im Revier vorbeischauen. Du hast dem Papa geholfen. Du hast dem lieben Papa geholfen, Spidey. Ohne es zu wissen. Ohne zu wissen, hat er dem Papa geholfen von der Katze. Whoop. Jetzt müssen wir natürlich uns wieder mal durch die ganze Stadt schwingen. Und ich bin gerade bewusst nicht am Schnellreisen, weil... Ja, ich bin noch ein wenig traumatisiert von der letzten Aufnahmesession, wo natürlich sämtliche Speicherpunkte, wie auch Schnellreise, immer zu Absturz geführt haben. Dann ist man da lieber auf Nummer vorsichtig. Zeugen. Es sind sowieso immer alle tot. Hey, ich suche nach Detective Mackey. Mackey? Noch nie gehört. Ein älterer Herr mit Schnurrbart? Du bist im falschen Revier. Oder jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Ja, jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Detective Mackey, oder sollte ich lieber Walter Hardy sagen? Hey, verurteil mich nicht. Ich tat, was ich tun musste. Ihre Tochter hält sie für tot, verstehen Sie? Und das sollte sie auch weiterhin tun. Um ihretwillen, okay? Okay? Sie haben mich reingelegt. Warum sollte ich noch was für Sie tun? Weil du ein guter Mensch bist. Kümmere dich um ein kleines Mädchen. Oh, ich bin so naiv. Ich sollte lernen, so herzlos und zynisch wie alle anderen zu sein.
Lang vorbereiteter Betrug. Ach, Spidey. Du naiver, naiver kleiner Junge. Mich nimmt es jetzt gerade Wunder, wenn Spider-Man Kinder kriegt, erben sie automatisch seine Spinnenkräfte? Also ich würde es ja denen gönnen, ne? Bevor jemand getötet wird. Entschärft. Nicht ganz. Hey, die ganze Bande ist da. Habe ich alle erwischt? Okay, 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 ich gebe auf. Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magia-Familien hat ein Versteck an der Waverly. Die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Da ist die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du? Einmal hier oben irgendwo. Ihre Überwachungsausrüstung. Was hast du dir angeschaut, Felicia? Wo haben wir das Kätzchen? Kätzchen? Nö. Nö. Wo sind die Kätzchen? Juck. Ich würde doch eher oben einsteigen. Okay. Spiel. Hab dich.
Hallo, Spinne. Felicia, die Magier ist kein Scherz. Du solltest nicht so mit ihnen spielen. Aber ich spiele so gerne. Spider-Man! Er gehört zur Katze! Schnappt ihn! Wer die Ciceros bestiehlt, kommt nicht lebend davon! Hammerhead hat's... Ihr Typen zieht ja gerne schnelle Schlüsse! Ich arbeite weder für Hammerhead noch für eine andere Familie. Alter. Ich bin nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh, ernsthaft. Das hat Spaß gemacht. Wo ist Felicia hin? Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stiehlst du ihn dann? Wenn ich es nicht mache, töten sie meinen Sohn. Warte, dein Sohn? Verdammt, Felicia hat einen Sohn? Kann nicht sein, also könnte schon sein und ich könnte... Oh nein, darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. MJ, ich habe die Katze gefunden, aber sie ist entwischt. Wirklich? Wie systematisch von ihr. Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Naja, nicht viel. Okay. Klingt, als würde sie Hammerhead im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre. Was geht's, Buddy? Ich bin's, dein größter Fan! Moment mal. Screwball? Oh, sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von! Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie helfen mir bei meiner neuen Show. Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin! Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. Oh. Screwball. Da ist was für... Spider-Man und einen Sohn? Gut, jetzt müssen wir nur noch wissen, sieht das dann jetzt... Hat der Spider-Man-Kräfte? Wenn Sie meine Karriere verfolgt haben, und das haben Sie, natürlich wissen Sie, dass die Magier Thema meiner ersten